Ein Fahrstuhl. So, ich bin gespannt, was jetzt gleich passiert. Wen bestimmt. Ah. Ich habe die Spitze der Kirche erreicht. Sie sind fast hier. Ich warte am Shuttle. Okay. Hört sich ja erstmal gut an. Aber wer weiß, was jetzt anders kommt. Bestimmt 3000 Monster. Sie müssen doch nochmal einen Umweg über den Heimplaneten nehmen. Ach so? Komischerweise habe ich mich gerade gar nicht erschrocken. Ich habe immer im Let's Play darauf gewartet, dass irgendein Viech im Fahrstoff einmal vor mir auftaucht. Gerade war das aber voll so... Okay. Keine Ahnung warum. Hallo? Hallo? Oh, ist ja mal richtig hell hier, Mensch. Was war denn da? Bestimmt irgendwas projiziert? Alter, wie geil. Boah, Alter, voll die riesen Wände hier. Ja, das Ding ist auch noch im Bau. Hat man ja am Anfang das Let's Play irgendwie rausgekriegt. Und das, der ganze Planet ist halt so eine... Also die Titan-Station ist ja so eine einzige Stadt. Boah, da hinten ist auch ein mega hoher Tower irgendwie. Irgendwie der vom Saturn da irgendwie gebaut wurde. Also nicht vom Saturn, nicht vom Planeten selber. Oder von der Elektromarke da. Je nachdem. Alter, was liegt denn hier alles rum? Sondern irgendwie die Menschen haben ja den Saturn besiedelt, um den so auszuschlachten und da den Marker da irgendwie zu bauen. Und dann wurde diese Station hier errichtet. Total episch. Ein Energieknoten. Detonator-Schema. Was ist denn der Detonator? Eines der wenigen Dinge, die ich jetzt noch gar nicht kenne. Bringe diesen Plan zum Shop, um den Detonator freizuschalten. Hm, okay. Hört sich für mich aber nach einer schweren Wumme an. Also, ne, man braucht ja nur an Detonation denken. Im Prinzip nur ein anderes Wort für Explosion. Wahrscheinlich irgend so ein Vieh, was... ein Vieh. So eine Wumme, die irgendwie... Weiß ich was für Kanonen schießt oder so. Okay, wir können hier durch. Ah, da ist Dana. Wow! Sie sind Ornithologin. Natürlich sind Sie das. Warum habe ich Ihnen vertraut? Weil Sie keine andere Wahl hatten. Ich sagte Ihnen, es gäbe eine Heilung und Sie kamen hergerannt. Warum tun Sie das? Warum lässt man mich nicht einfach in Ruhe, hä? Sie sind ein gefährliches Geheimnis. Earthgoth wird Sie nicht in Ruhe lassen. Sie haben Angst, dass Sie den Marker zerstören. Schließlich haben Sie ihn ja gebaut. Wovon reden Sie da? Naja, deshalb brachten wir Sie her. Um Marker für uns zu bauen. Um die glorreiche Konvergenz auf die ganze Galaxis auszuweiten. Ihr seid echt unglaublich! Geben Sie mir das Heilmittel und lassen Sie mich gehen! Oh, wir wollen Sie nicht heilen, Isaac. Wir brauchen Ihr kostbares Köpfchen genauso, wie es jetzt ist. Würden Sie Isaac jetzt zum Shuttle bringen und ihn in Stase versetzen? Er darf auf keinen Fall sterben. Oh. Ah, weg mit dir, du Penner. Nein! Ich darf nicht sterben. Ah. Fuck! Ah, Scheiße! Ah. Oh. Au. Ah. Nein, du schon wieder. Hat man denn hier gar keine Ruhe? Ah. Oh nein, Hilfe. Oh oh. Das ist ganz schlecht. Oh oh. What the fuck, Alter? Das Game. Ich habe gleich überhaupt gar nicht gecheckt, dass ich irgendwie schießen muss.
Jawohl. Verpiss dich. Aha. Oh. Nein, nicht. Lass mich in Ruhe. Oh. Ah. Oh nein. Oh, Hilfe. Ah, lass ab von mir. Oh. Wow. Okay, ich habe keine Ahnung, wo sein gelbes Ding ist. Alter. Oder hätte ich durch die Tür rennen müssen? Alter, dieses Spiel. Oh nein, oh nein, oh nein. Alter! Hilfe! Oh Gott, nein! Verrecke! Gott. Scheiße, ich weiß nicht, wo ich hinschießen soll. Fuck it! Nein! Kapitel 6. Alter! Isaac! Isaac, sind Sie da? Können Sie mich hören? Was wollen Sie, Struss? Es ist vorbei. Alle meine Pläne haben sich gerade verabschiedet. Nein, 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 es ist nicht vorbei. Jedenfalls noch nicht. Isaac, wir haben ihn gebaut, also können wir ihn zerstören. Sie meinen das stimmt. Den Marker? Das stimmt. Wissen Sie, wo der Marker ist, Struss? Im Regierungssektor. Es ist im Regierungssektor. Ich erinnere mich, aber wir müssen uns beeilen. Mir läuft die Zeit davon. Uns läuft sie davon. Struss! Struss, wo wollen Sie denn hin? Aufgabe hinzugefügt. Finde einen Weg zum Transitknoten. Wenn wirklich ein Marker am Regierungssektor ist und ich für seine Existenz verantwortlich bin, dann muss ich einen Weg finden, ihn zu zerstören. Ich muss zum Regierungssektor, bevor es zu spät ist. Da alle Shuttles weg sind, ist der Transitknoten der Sprawl meine beste Alternative. Okay. Aber all das erfahren wir erst in der nächsten Aufnahmesession von Dead Space 2. Ich bin's, euer Tiva. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, diese Aufnahmesession hat euch gefallen. Es war ja wahnsinnig krass, was wir alles erlebt haben in Kapitel 4 und 5. Also, wir waren ja mitten in der Kirche von der Unitology und haben da so einiges erlebt. Also, mit dem komischen Viech, diesen Urzeitvögeln, also diesem Riesenviech, wo wir da 10-mal gestorben sind, irgendwie gefühlt. Dann diese komischen Urzeitvögeln, die da auf uns zugerannt sind. Oh, hier hinter uns ist ein Raum und ich stehe einfach mal so offen rum, auch nicht schlecht. Dann große Spannung, die Krypta, wo wir völlig fertig waren. Also auch ich jetzt, wirklich muss ich mal ganz ehrlich sagen, das war echt hart. Psychischer Horror vom Allerfeinsten. Mit den Eissärgen und dann gekoppelt mit Schizophrenie, Schockmomenten, wenn Monster auftauchen. Das war schon echt mega hart. Das war echt krass und ich war froh, als ich da raus war. Bis hin natürlich zum großen Finale des Kapitel 5, wo wir dann endlich bei Dana waren und die alte Schalampe uns erstmal verraten hat und irgend so eine komische Unitology-Tante ist, die dem Ganzen auch irgendwie verfallen ist und uns für, ja, und für ihre Zwecke halt haben wollte. Und wir sollen angeblich den Marker gebaut haben? Was ist das denn? Wurden wir irgendwie, weil wir sind ja in Dead Space 2 sonst wo irgendwie aufgewacht, wurden wir irgendwie in Stase oder Trance versetzt und haben dann mit, weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben, aber irgendwie müssen wir einen Marker gebaut haben, der natürlich den ganzen komischen Regierungsfirmen da hilft, ihre und der Unitology ihr Zeug da durchzusetzen. Und irgendwie gibt es ja noch die EarthGov,
keine Ahnung, wer das jetzt wieder ist. Und da wurden wir auch beballert. Vielleicht war es ja die Earth Girl, vielleicht bekriegen die sich ja so gegenseitig, wollen alle so die Macht haben. Da habe ich jetzt auch noch nicht ganz so durchgesehen. Aber wir sind echt von einem ins nächste gestürzt. Dann sind wir irgendwie runtergefallen. Ich glaube, Dana ist ja dann auch gestorben, wenn die, als dieses riesen Raumschiff da kam und alle Fenster zerstört hat. Und so weiter und so fort. Und dann konnten wir, wie so auch immer, also wie immer eigentlich, uns dann irgendwie retten. Es hieß ja auch, wir dürfen nicht sterben, damit wir halt Marker für die bauen können. Aber im Prinzip hätten wir mal echt sterben sollen, weil dann bringt das halt irgendwie keinem was und diese Konflikte hören endlich auf. Aber wie gesagt, wie es immer so ist, bleiben wir am Leben, konnten uns retten. Dann kam natürlich gleich wieder das nächste Vieh, dem wir schon mal begegnet sind, wo wir am Bahnhof waren. In Kapitel 3 war das, glaube ich. Also total krank. Und dann mussten wir da wieder fliehen, wurden 3 Milliarden Mal durch die Luft geschleudert, bis wir jetzt wieder, wie auch am Anfang des Spiels, im Wohnviertel landen mit total kranken Kerzen, Nebel in der Luft und allem Möglichen. Eieiei. Na gut, Freunde. Ich glaube, hier in der Nähe ist keine Speicherstation. Deswegen mache ich jetzt erstmal einen Aufnahmestopp. Bis dahin, Freunde. Gebt dem Videos einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen haben. Ansonsten lasst es bleiben, ist mir egal. Aber ich hoffe wirklich, dass sie euch gefallen haben. Bis dahin, euer Tiba sagt Adios. Tschaußen. Hallihallo, Freunde, und einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen oder guten Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Ich bin euer Tiba und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 2. Ja, das war ja wohl mal ein spektakuläres Finale von Kapitel 5. Wir sind jetzt aktuell am Anfang von Kapitel 6 und wir sind wieder in so einer komischen, ja, Wohnanstalt, die hier mir nicht ganz geheuer aussieht. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich gerade hin muss. Da vorne. Okay. Gucken wir uns natürlich aber erstmal um. So, okay. Credits. Ein Energieknoten. Also, da hat sich das Umgucken jetzt schon mal gelohnt. Was ist hier los? Hier gibt es auch noch ein bisschen Credits. So, immer auf der Hut sein. Es kam zum jetzigen Zeitpunkt, wenn das Let's Play einige Jahre älter ist, wird das nicht mehr so auffallen. Allerdings zum jetzigen Zeitpunkt, wo dieses Let's Play läuft, kamen jetzt einige Tage keine... Ach da. Keine Parts. Auch geil. Weil ich einfach mit dem Aufnehmen nicht hinterhergekommen bin. Das ist mir auch, ja, echt selten so passiert, dass ich mit dem Aufnehmen nicht hinterherkomme. Okay, scheint es nichts mehr zu geben. Nö. Weil doch die Arbeit aktuell sehr einnehmend ist von der Zeit her, und dann kommt man abends nach Hause, macht kurz was und dann geht man ins Bett und dann ist man doch einfach so tot, dass man ins Bett möchte. Da bleibt einfach nicht die Zeit dazu. Ich hatte mal einen Tag Zeit, habe ich da ein bisschen Subnautica aufgenommen. Hier waren wir doch schon mal. Ich würde schon sagen, das kommt mir auch so bekannt vor mit diesem, mit dem Wohnblock hier. Hier standen wir in Part 3 oder 4. Hier sind die alle Lichter ausgefallen. Hier hatten wir so ziemlich unsere erste Panikattacke in Dead Space 2 gehabt. Erstmal speichern. Das ist ja interessant. Allgemein würde es jetzt sowieso recht interessant werden. Ich überspeichere mal Kapitel 3. An sich, wie gesagt, würde es jetzt sowieso interessant werden, weil wir ja von... wie heißt sie hier? Dara, Diana... Oh, die hat einen Rick gehabt hier. Ja, verraten wurden. Die hat uns ja eigentlich geholfen. Meinte, ja, ich habe hier ein Heilmittel für deine Demenz, komm zu mir. Und dann war sie auch nur so eine scheiß Wissenschaftlerin von der Unitology oder so und wollte uns dazu benutzen, die Marker zu bauen, damit die da irgendwie noch mehr Macht erlangen und so. Und ich habe mir das schon die ganze Zeit gedacht. Isaac hat es ja, hat dem ja sehr kritisch gegenüber gestanden, aber ich war immer noch irgendwie dafür, dass wir uns mit Nolan Stross einlassen, dieser komische Psychopath, der mit uns in einer, ja,
auch gefangen gehalten wurde in der Psychiatrie da und gefoltert wurde. Was? Ja, und wir sollen uns jetzt irgendwie mit ihm treffen. Wie gesagt, der Typ ist halt auch nicht ganz sauber, ne? Aber ich glaube, auf ihn können wir uns wirklich verlassen. Und oh. Too much verwinkelt. Der lebt nicht mehr. Gott, wie sehen die denn alle aus? Sind die alle verbrannt hier oder was? Ich weiß, wenn jetzt irgendwie rausspringen, nicht? Erschreckt mich so zu Tode. Ich weiß es jetzt schon. Erzählt er irgendwas? Naja, auch wieder nur so ein. Durch Konvergenz werden wir eigentlich göttliche Auferstehung. Bababa. Wieder so. Berieseln lassen, wie ich immer so schön sage. So, hier sind jetzt komische Geräusche hier. Was ist denn das? Plasma-Cutter-Munition. Wo haben wir jetzt gerade eigentlich die meiste Muni? Ich weiß, ich bin gerade noch sehr leise, aber ich bin auch wieder recht angespannt aktuell. Hier haben wir eigentlich die meiste Muni. Für den Plasma-Cutter, nehmen wir den auch. Ja. Und wer stellt die ganzen Kerzen auf? Macht doch mega Mühe. Macht doch keiner. Nach den Sitzungen hatten sie Angst vor uns. Ich erinnere mich. Sie brachten uns zu der Maschine. Für unsere Sitzung. Für die Schritte. Ich erinnere mich an keine Sitzung. Sie haben Glück, dass Sie sich nicht erinnern. Denn wenn Sie das tun, dann kommt er zurück. Wer? Wer kommt zurück? Wer denn? Sieh dich nur an, wie groß du geworden bist. Mit deinen Strauss, folgen Sie ihm nicht. Er ist nicht wirklich da. Oh. Wie gesagt, Nolan Stross ist halt leider auch etwas psychisch krank, aber er ist eben ein Mensch mit gutem Willen. Und irgendwie ist dauernd so ein Viech hinter den Türen und es scheint uns zu verfolgen. Durch die Wände hindurch.